Und wir befinden uns im Zimmer von Mike, mit dem werden wir erstmal quatschen. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir uns hier schon alles angeguckt. Ich meine mich auf jeden Fall gut zu erinnern. Nicht übel. Ja, das ist echt das Fantastischste, was sie sagen kann. Hey, Mike. Hi. Na, alles fertig? Das wollte ich dich fragen. Kurz was am Computer machen, hm? Hast du die Zeitung gesehen? Allerdings. Na, und? Ich bin doch gut getroffen, oder? Verdammt nochmal, ich sehe dermaßen dynamisch aus auf dem Bild. Wie Spider-Man. Wenn Spider-Man einen Bürojob hätte. Komm schon, das ist nicht nett. Ich habe 4 Kilo abgenommen. Sonst hätte ich es nicht mal halb auf den Turm raufgeschafft. Sag sofort, dass ich gut war. Du warst klasse. Aber ein Pürierstab wäre auch okay gewesen. Ich würde meinen nächsten Geburtstag ungern im Gefängnis feiern. Hast du dein Handy? Sicher. Deine Schlüssel? Ja, Mama. Und du? Hast du dein Handy? Claro. Okay, ich komme sofort runter. Beeil dich, ich warte unten. Wie, das war jetzt alles? Gut. Dann gehen wir mal nach unten. Habe ich wirklich mein Handy? Ja, habe ich tatsächlich. Es ist noch ein klassisches Handy, ne? Es ist kein Smartphone oder irgendwas mit so mit super buntem Bildschirm oder so. Ah. Komm, 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 Catherine. Wir haben es eilig. Und zwar auf jeden Fall. Warum bleibst du da stehen? Achso, ich muss wahrscheinlich die Türe öffnen. Ist das ein A? Das ist ja witzig. London, okay. London. Wir warten. Der Knabe heißt Odila. Er muss jeden Moment da sein. Du steigst in die Kabine, ich stoppe sie, ihr macht den Deal und dann hole ich euch wieder runter. Wie seid ihr an den Typen herangekommen? Tja, witzige Geschichte. Er hat von unserem Südafrika-Deal Wind bekommen. Hat sich danach bei Bernard gemeldet. Er hat sich gemeldet? Woher hatte er die Nummer? Keine Ahnung. Bernard sagt, er hatte eine Nachricht auf seiner Mailbox. So kam der Kontakt dann zustande. Und ihr seid sicher, dass das keine Falle ist? Fast sicher. Na großartig. Komm, lass uns zurückfahren. Quatsch. Bleib locker. Ich habe ihn überprüft. Er hat mindestens 5 Diplomatenpässe. Alle falsch. Das ist kein Cop. Und mit dem soll ich allein in der Kabine hocken? Ich bin ja auch noch da. Ja? Da. Da ist er. Der da? Ja. Der Typ im weißen Anzug. Ich weiß nicht. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Los jetzt. Du machst das schon. Na schön. Sieht aus wie dein Handy an? Na klar. Sieht aus wie vom Secret Service einer. Mr. Odila? Ja. Schön, dass Sie gekommen sind. Gehen wir. Ich steige jetzt ein. Boah, das ist mal so richtig schlecht. Ich bin bei ne? dir. Du machst das klasse. Ich stoppe jetzt. Achtung, es ruckelt ein bisschen. Ja. Ich muss das jetzt machen. Och nee, das kann nicht wahr sein, oder? Die wollen jetzt nicht ernsthaft, dass ich... Das gibt's ja gar nicht. Immerhin drückt er auf den Knopf... Oh, nee, drückt immer drauf. Invert. Och nee, das glaube ich jetzt nicht. Wir müssen jetzt nicht ernsthaft hier das... Och nein, ich lach mich kaputt, ey. Ich weiß nicht, ich glaube in den... Irgendeinem der letzten Adventures habe ich immer gesagt, dass ich diese Sachen überhaupt nicht leiden kann und vor allen Dingen nicht in 1 Minute und 20 Sekunden will er mich veräppeln hier, der Kerl. Ach du lieber Gott. Amplitude, Frequenz. Ach so, na gut, das ist ja relativ einfach, aber... Ich hätte in Physik besser mal aufgepasst. Ich habe keine Ahnung. Voilà. Alles gut bei dir?
Was? Was für eine fabelhafte Aussicht. Sehen Sie nur, diese vielen Menschen. Jeder hat ein Ziel. Und alle arbeiten sie einem großen Ganzen zu. Geschäftig wie Termiten, nicht wahr? Millionen von Seelen. Und sie errichten stolze, kunstvolle Türme. Mögen Sie Termiten, Mrs. Catherine. Mrs. Catherine. In meiner Heimat gelten Termiten als die Inkarnation der Toten. Die Löcher ihrer Türme führen in die Welt der Geister. Ist das nicht seltsam? So hoch die Türme auch wachsen, sie führen doch immer in die Unterwelt. Und so hoch dieses Himmelsrad sich auch dreht, sein Fundament bleibt der Staub der Erde, der Schlamm, der Dreck. Ach du Schande, der Typ ist ein Verrückter. Soll ich dich runterholen? Sie wollten uns ein Geschäft vorschlagen? Geschäft? Das ist ein unschönes Wort. Sie können helfen. Sie können eine Seele befreien. Ich verstehe nicht ganz. Catherine, soll ich dich jetzt da runterholen? Ich vertrete einen großen Mann. Er ist bereit, 5 Millionen Pfund zu zahlen. Für das Porträt von Winston Churchill, das zurzeit im London Modern hängt. Nicht ein Verrückter, 2. Das ist viel Geld für ein Bild. Für dieses Bild ist es angemessen. Mein Auftraggeber rechnet nicht nach Marktpreisen. Er wird schon wissen, was er tut. Oder auch nicht. Da können Sie unbesorgt sein. Das Bild ist von großem Wert für ihn. Und das soll es auch für Sie sein. 2 Millionen Anzahlung, den Rest bei Lieferung. Ist das akzeptabel für Sie? Sag jetzt bloß nichts Falsches. Ist das Geld in dem Koffer? Er gehört Ihnen. Wir brauchen etwa eine Woche. Wenn wir scheitern, bekommen Sie das Geld zurück. Abzüglich unserer Auslagen. Sie werden nicht scheitern. Wir werden tun, was wir können. Das reicht jetzt. Also dann. Bis nächste Woche. Ich verlasse mich auf Sie. Vergessen Sie das nicht. Ich werde dran denken. Puh. Meine Güte. Ja, definitiv. Was für ein reizender Bursche. Lass uns abhauen. Da sind 2 Millionen Pfund okay. Drin. Krass, das ist bei diesem Fisch- und Chips-Shop da. Dass da keiner... Das ist schon interessant. Oh, wir können uns jetzt... Ah, schön. Wir können uns jetzt endlich hier umgucken. Nicht schlecht. Nett. Nett ist der kleine Bruder von... Ich habe keinen Hunger. Schade. Da ist ja eh keiner drin. Also, das verstehe ich nicht. Da müsste doch eigentlich einer... Da müsste eigentlich einer drin sein. Und der steht da mit seiner Fernbedienung und... Naja. Wow. Also die Texte sind wirklich faszinierend, muss ich sagen. Ne? Da glaubt man direkt, man ist am London Eye. Ich kann nicht erkennen, was es darstellen soll. Ja, ich auch nicht. Aber die Frage ist, sieht es wirklich so aus? Also ich... War zwar schon in London, aber ich glaube, da gab es dieses Ei noch nicht. Also ist schon wirklich sehr, sehr lange her. Ich glaube, das ist ja schon ewig hier, das Teil. Aber ich meine, 97 wäre ich in London gewesen. 97, 98 im Dreh rum. Da gab es das Ding aber noch nicht. Oder ich habe es nicht gesehen. Keine Ahnung. Ich meine, es gäbe es aber noch nicht. Ja, wir können nichts machen. Das ist faszinierend. Wie immer. Dann fahren wir mit unseren 2 Millionen Pfund mal nach Hause, ne? Meeting in 10 Minuten, okay? Okay. Meeting in 10 Minuten. Schön. Jetzt können wir hier zum London Eye und zum Loft reisen. Was haben wir noch? Können wir scrollen? Hatte ich, glaube ich, schon ausprobiert, ne? Dann gehen wir nochmal ins Loft. Ich würde sagen, wir tun den Aktenkoffer mal... Moment noch. Wohin? Wie, was? Was macht sie jetzt? Das hätten wir. Was? Ach so, den Koffer. Bernie? Der ist abgemurkst, glaube ich, ne? Der Bernie. Bernie! Der hängt. Ist nicht da. Oh. Wo steckt der denn wieder? Da kommt er. Wer bist du hier? Warst du in der Stadt? Ja, kurz. Bankgeschäfte. Ist klar.
Na, dann hättest du ja auch mitkommen können. Wir hätten dich brauchen können. Euer Überraschungsgast war ein ziemlich düsterer Kerl. Ist kein Vergnügen gewesen, ganz allein in dieser Kabine mit ihm. Und? Was sagt er? Was ist der Job? Es gibt doch einen Job, oder? London Modern. Ein Churchill-Porträt. 2 Millionen Anzahlung. 2 Millionen Pfund? Für das Bild gibt er so viel Geld aus. Der muss verrückt sein. Das ist er. Er will das Bild noch diese Woche. Schaffen wir das? Das hängt ganz davon ab, wie lange McBride für die Kopie braucht. Dem alten Mann geht's gerade nicht so besonders. Wieso? Was ist mit ihm? Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Naja, letzte Woche war ich mal auf dem Sprung bei ihm. Er wirkte irgendwie angegriffen. Oh je, dann sehe ich nachher nach ihm. Das ist eine sehr gute Idee. Ich setz mich mal an den Rechner. Ja. Okay, London Eye, Loft, also wir können den doch nicht besuchen. Ich würde sagen, gucken wir uns nochmal hier ein bisschen um. Mich würde interessieren, wo die den Koffer hingetan hat. Mal ebenso 2 Millionen. Ich lasse ihn mal ein bisschen in Ruhe. Richtig, das brauchen wir doch. So, Küche. Nee. Mike, der sitzt wieder am Rechner. Hier ist nichts. Verstehe ich gar nicht. Warum ist das Bild dann so groß? Naja. Hey, Mike. High five, Kollege. Gut, wie gesagt, das Spiel ist wirklich sehr, sehr linear. Zumindest habe ich es in irgendeinem Test gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich GameStar war oder PC Games oder irgendwo habe ich es auf jeden Fall gelesen. Und naja, wahrscheinlich kommt dann später dann irgendwann, was man dieses Bild hier braucht. Da gibt es irgendwie Schraubendreher oder irgendwas. Und? Wie sieht's aus mit dem Bild? Kannst du dich jetzt sofort darum kümmern? Sicher. Sekunde. Guck mal bitte, wo der USB-Stick ist. USB-Stick. Okay, Moment. Also ich glaube, ich muss mir eine Webcam anschaffen, ne? Weil die Gesichtsausdrucke. Bis später. Ach Leute, ey, du kannst doch da hingreifen, oder? Also... Hey, Mike. Hey. Hier ist er. Ah, super. Moment, ja? Nö. Aber ich finde es immer faszinierend. Der Typ sitzt am Rechner, ne? Und ich frage ihn als Catherine, hey, Mike, kannst du dich drum kümmern? Er, wo ist mein USB-Stick? Dann sage ich, ich suche ihn. Und dann habe ich auf einmal dieses Ding hier vor mir. Das ist doch nicht dem sein Ernst, oder? Was ist das überhaupt hier? Moderne Krabben? Raid zum Browser? Oh Gott, Thunderbolt Mail Client? Hacking Tool? Laserschrankkonfigurator? Also ich kann nichts mehr dazu sagen, echt wirklich. Geht nicht. Geht. Thunderbolt. Keine E-Mails, sehr schön. Fast News, Fast Facts und Fast Search. Und jetzt weiter. WW? Nee. Modern Art. Die Suche nach Modern Art hat folgende Treffer. Flüsse in den Teller, hauptsächlich Juristen. Mehr Suchresultate. Och Leute, das kann nicht jetzt ernst sein. Winston Churchill. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie der geschrieben wird. Peinlich. Oh nee, was soll ich jetzt machen hier? Juris in Anspruch genommen, dafür wird die Fremdsprache in. Hey Mike. Hast du's? Ich bin dabei.
Alter, das ist echt so affig, ey. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel überhaupt zu Ende spielen soll. So. Geht nicht, geht nicht. Kein E-Mail. Immer noch nicht. Browser. Ne, ich muss echt irgendwas suchen, ne? Nach dem Suchbegriff. Winston Churchill. Kunstbibliothek. Voilà. Ja, gut, okay, dann war das ja auch in Ordnung, ne? Winston Churchill Gemälde. Okay, ich hab's. Wow, das ging ja schnell. Super. Kleinigkeit. Super. Ich mach mich jetzt auf den Weg zu McBride. Such du inzwischen nach dem Gebäudeplan. Und sieh mal, ob du noch mehr über diesen Odila herausfindest. Der Müll muss übrigens auch noch raus. Und Klopapier ist alle. Na toll. Sonst noch was? Was ist mit Bernard? Macht der auch was? Frag ihn doch mal. Bernard! Der Müll muss raus! Bis später, ihr Süßen. Oh, das halte ich im Kopf nicht aus, ne? Gut, also zweimal war das Glück mit dem Dummen. Also ich glaube, das mit dieser Frequenz und dieser Amplitude, das war wirklich mehr als Glück. Und ja, so. Dann machen wir jetzt mal eine kleine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt 15 Days. Ich hoffe, ich brauche tatsächlich nicht 15 Tage. Ich weiß, den Witz habe ich schon mal gerissen, aber boah, mich schaudert es ein bisschen bei dem Adventure. Also bisher gefällt es mir eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, ich laufe hier rum, klicke irgendwie an und dann muss ich für den einen irgendwas suchen, dann geht es weiter. Also weißt du, irgendwie, nee, ich weiß nicht. Also House of Tales, da habt ihr echt, naja, gut. Schwamm drüber. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.